Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, zum Arsch. Ja, Traktor genau geeignet für die Sache, die ich machen möchte, und zwar grubbern lassen. Das Ding steht genau da vorne, das Gerät, das Walze. So. Na, macht unser Rocken gut aus. Ja. Also pH-Wert und Stickstoff passt. Dürfte gut sein. Müssen wir halt schauen im Frühling, was er so bringt, ne? Normalerweise ist ja so, wenn die Pflanze wächst, dann braucht ihr im weiteren Verlauf nochmal an der Staube. Aber das mache ich im LS ja mal anders sein, ne? Ja, ansonsten, oh, alles steht wieder. Weiß nicht wo. Irgendwo steht alles. Ah, ich hab den Kopf. Ja, den machen wir. Robben. Zwar da, wo die Flächen, wo praktisch Mais und Sonnenblumen waren, ne? Und da die Fläche, die Gärreste einarbeiten. Na, ich bin ja schwer. Entweder oder, ne? Ah, da steht alles. Irgendwo ist da ein Wurm drin. Gucken, wo das hakt. Mein Heufahrer. Müssen wir die Sache wieder mal eingreifen. Ich weiß nicht, warum er da jetzt nur einen Hänger voll macht, aber normalerweise. Ich werde mal den aus dem Verkehr ziehen. Mal ganz kurz aus dem Verkehr und einen Anhänger verwenden beim meinen Hahn. Dann mache ich mal noch einen voll, weil das ist ja ungünstig. Geht mal wieder ab. Oder eben noch einen zweiten Hahn. Wir können ja auch einen von dem von den ne? Von den anderen halt, die praktisch Mais fahren und so, ne? Wirklich gut, ne? Die Hänger stellen wir hier so rein. Das passt schon so. So. Im Grunde ist ja eine Halle nur da, damit die Fahrzeuge aus dem Bereich wechseln, die praktisch um aus dem Verkehr zu ziehen, dass sie nicht im Wege stehen, ne? Dafür ist ja eigentlich der Hauptgrund dafür, um das System Ordnung zu haben. Da ist nur einer frei, ein Traktor. Sehe nichts. Kann man so machen. Der ist halt programmiert, ne? Und wer das im Nachhinein auch nehmen, ne? Oder zweite Marke Publikum. So, 1, 2, 3, Stroh steht. Ja, weil ich im Weg steht, ne? Wen? Normalerweise geht mir da nicht so. Guck mal, wo über die Verfälle sind. Müsst ihr drüben, die da oben. Wo der Stall ist eigentlich. Da düsen wir hin.
Wie gesagt, keine Flächen nächstes Jahr für Zwiebeln, Mohrrüben und andere Gemüsesorten, dass wir die Gemüserück bedienen können. Und dann geht's schon irgendwie. Ich meine, jetzt durch zwei Folgen am Wochenende mehr schaffen wir ein bisschen mehr. Vorher hatte ich immer praktisch eine halbe Stunde aufgenommen. Hat es auch geschafft, aber die Zuschauerzeiten waren nicht so, wie man sagen konnte. Im Durchschnitt, wie man sagen, als sie das auch geschaut wurde. Ist ja nicht an jeden ja selber im Prinzip zu entscheiden, wann er möchte und nicht möchte. Ist ja vollkommen in Ordnung. Also ich plane ja für, wenn der 25er rauskommen sollte, ein Multiplayer-Projekt. Start natürlich ohne Mods. Ich sag aber gleich, mit Konsole und so, das wird auf Dauer nicht funktionieren, weil ich immer Mods dazu nehme, die jetzt für Konsole nicht geben wird. Also Cosplay und Outdrive, die kommen definitiv spätestens dann, wenn ein Kartenumzug ansteht. Standardkarten wird ja gestartet. Weiß nicht, was für neue Karten kommen. Wenn welche kommen, ne? Die eine Karte, naja, die da jetzt aktuell neu gekommen ist, vom Premium oder Ding heißt, würde ich eher sagen, das ist, naja, nicht so mein Geschmack, ne? Kleine Felder und so, das ist, aber drei Projekte starten. Anfang zwei oder eins und dann drei. Mal gucken. So, 10 Meter, das passt schon. Vorrunde 3, das passt auch. Und Action, ne? Vorbereiten für nächstes Jahr, ne? Muss gepflügt werden? Dann nicht. Wenn es gepflügt werden muss, dann nicht. Welche Fläche müsste nicht gepflügt werden? Sammlung, ne? Da müssen wir mal die Karte zur Hilfe nehmen. Dass man das da erkennen könnte. Mal gucken. 48. 63, 42. Mal gucken, wo das am besten zu erkennen ist. Also da muss gepflügt werden, die 70 nicht. Und das wären so ideale Flächen für Gemüse, ne? Die 49 muss auch gepflügt werden. Da auch, da sogar Steine, sogar extrem gut. Dann kann man die 70 machen. Da lassen wir hinfahren. Halt, wenn so weit 70, dann ist auch nur 7. Das wäre schief gegangen. Müssen wir hier einen Flug organisieren. Mal gucken, ob wir einen großen Flug haben. Oder einen Flug, der Mod kann. Der muss hier aus Feuer holen. Der ist bald fertig, der kann dann drüben arbeiten. Dann kann man den Schwader umbauen. Und der muss noch stehen bleiben, bis im Kurs speichern. Ja, der Saboteur. Guck, ob ich den Traktor jetzt am Feld bekomme. Im Hof.
Das ist ja 80%, das sieht gut aus. Hier war noch ein Traktor. Genau. Mal gucken, ob wir irgendwo Flug haben oder Flugähnlichkeiten hat, ne? Ziehen wir durch. Das sind zwei Sachen, die tiefenlocker sind, aber als Flug ja, herkommen. Ne? Aber es breitet nicht so hoch, aber gut, da zieht er auch über höhere Geschwindigkeit durch. So. Dann geht Koppern nicht, ne? Also sonst wäre Koppern ja Quatsch, ne? Also, obwohl es eigentlich vom logischen her eine frische Gärreste und dann ungepflügt ist ungünstig. Bringt man ja so tief in die Erde rein. Dann kann es die Pflanze auch nicht nutzen, ne? Vom logischen her. Na, da will ich abbiegen, also ist krank gewesen gerade. Das gibt es im Real auch. Wenn einer. Hier gibt es ja viele kleine Bauern im Nebenerwerb. Und die fahren ja so nebenbei Traktoren, also wirklich kleine. Und dann. Ja. Ist nur, dass sie ihre eigenen Flächen bewirtschaften, also kleine Flächen. Was ja aber nicht ausreichend ist zum Überleben. Sondern praktisch. Ja. Die brauchen halt, um ja, die Flächen müssen bearbeitet werden, ne? Aber es reicht zum Leben nicht. Also sie haben halt am Wochenende nichts zu tun, also müssen sie abfällt, ne? Oder haben ein paar Tiere nebenbei. Ja, aber von Rohstoffen wie Getreide bist du immer abhängig vom Weltmarkt und das ist immer ja Risiko, ne? So, jetzt haben wir aber was da, ne? Zum, was vom Flugprinzip erkannt wird. Geht ja hier um den Ertrag. Also normalerweise hängt vom Boden ab, ist Flügen nicht notwendig. Oberflächenmäßig mit der Walze, dass die Stoppeln weg sind, dann geht das normalerweise. Mal gucken, wie die Arbeitsbedingungen kriegen. 11 Meter. Ja, das stimmt, 9. Er zieht ja eigentlich recht schnell durch, ne? Ersten Wegpunkt. Vollgas. Ja, auf zum Tiertransporter, ne? Hühner müssen jetzt eigentlich komplett weg sein. Einzig Blöde ist, dass er dadurch ist angekommen. Dass jetzt dadurch ich die umflügen. Hier müssen wir noch keine Daten fahren. Ja. Das kann jetzt passieren. Und dann ist mir, na gut, dann ist doof. Dann ist es blöd. Dann ist es ungünstig, aber gut. PH wird schlecht. Also Kalken auf jeden Fall. Machen wir hinterher. Fertig. So. Ja, irgendwann mal kalken. Bei Gelegenheit. Wobei wir auch noch lange für. So, Gras. Und mobile brauchen. Jetzt halt bald keine Fahrzeuge mehr, ne?
Ja, mal gucken. Hühnerstall muss jetzt leer gewesen sein. Wir werden jetzt bei den Kühen mal gucken. Alle männlichen Tiere, alle Tiere, die jetzt nicht gedacht sind für mich, ich sag mal am besten, Milchproduktion ist ja Quatsch, aber Milcherzeugung, ne? Also keine Milchkühe, die gehen alle auch Fersen und Jungkühe kann man sagen, ne? Rinder, die gehen halt dann, war das hier vorne mitten? Ja, glaub schon. Die gehen dann halt Richtung Lachhof, ist halt so. Hier dem dicken Dorin. Ja, leider können wir keine Rinder jetzt zum Schlachthof bringen. Das ist. Hoffe, dass das nächste LS da zumindest Standard ist, dass männliche Tiere gibt und weibliche Tiere gibt, ne? Aber es geht ja auch letztlich darum, immer was die als als Gesamt, wie soll ich es am besten sagen, was zu speichern können, ne? Bulle männlich, Kalb männlich, Kuh weiblich, Ferse. Acht. Das wären die acht. So, Bulle männlich. Das ist jetzt, wie alt sind die jetzt? 19. 19? Die können zum Schlachthof gehen. Kuh weiblich, das ist, das sind jetzt, ...26. Das sind die Muttertiere. Bulle haben wir. 29, die sind jetzt, wie alt? Kann man nicht erkennen. 11. Die gehen auf jeden Fall noch rüber. 48. Müsste der voll sein. Und das sind ja eigentlich, wenn das Anzahl, also das unser Zuchtbulle. Und wenn die auch so alt sind, dann geht die für 1000 Euro weg. Nicht mal an, ne? Dann bleiben hier nur die Milchkühe, dann haben wir hier im Prinzip mit Futter auch weniger. Na, Stress haben sie sowieso nicht, aber wie gesagt, dann ist es halt etwas ruhiger. Anführungszeichen, ne? Aber es macht ja keinen Sinn, wenn jetzt bei den Schweinen zum Beispiel, wenn es wird geboren wird und dann nachher gleich als Ferkel verkauft werden, zwangsläufig, weil der Stall dann zu voll ist, ne? Das ist ärgerlich. Deswegen müssen jetzt alle irgendwie, die ein bisschen wachsen können, dann halt in einen anderen Stall, ne? 1, 2, 4 Fahrzeuge stehen schon mehr. Gucken, wo das steht. Vielleicht können sie auch, stehen sie auch oben beim Kuhstall, dass da voll, Lager voll ist. Kann auch sein. Dann ist halt fertig, ne? Dann müssen sie halt stehen. Beziehungsweise muss man die entlassen und einparken. Und dann nachher nach und nach manuell den Rest entladen. Wenn Lager voll ist, mal gucken gleich. Stroh. Heu zuerst. War der voll. Es kann auch andere Fahrzeuge sein. Die Reihenfolge ist eigentlich jetzt willkürlich, ne? Werden wir gleich sehen. Ich glaube, bei der BGH muss ich Gülle aktivieren. Oh, Dünger ist fast fertig. Da muss man gleich überspringen, dass sie nicht unnötigerweise mehr ausbringen. Ne? Ah, da stehen sie. Bitte einmal voll sein. Dass wir sie nicht abladen können. Mal gucken, wo das liegt.
Oder stehen da über Kreuz? Oder Wasserfall, da ihn nicht im Pegel steht. Der erste Strom wird voll sein. Ja, 70%. Das ist schon mal. Wir laden nochmal die Kühe ab. Müsste hier vorne sein. Oder drüben, ne? Hier ein Lader mit die Kühe. Dann kümmern wir uns die. Und eine Mission, Düngemission. Muss ja fast durch sein. Hier muss eine Straße gemalt werden. Und was noch hinzukommt, ist, wenn wir hier praktisch, wir fahren um die große Kurve, wenn praktisch die ganzen ja, Ställe und so ein bisschen entflechtet wird, dann ist es performance-technisch besser. Letztendlich. Guck mal. Außenbereich machen müssen, ne? Aber oh Gott. Im Grunde müsste es Ställe geben, die nur für so. Planen übergehen, ne? Überspringen. Und führen uns dahin. Da geht's gleich los. Hier müssen wir auch aktivieren. Gut. So. Mal gucken, vielleicht gibt es noch andere Missionen. Düngermäßig, ne? Gut. Ernten, koppern und Gruppe kämpfen. Was ist da zu ernten? Mais. Mais. Was darf er dann ernten? Baumwolle. Ach, wir haben zu tun, eigenen Felder zur Zeit. Düngemission gibt es keine zur Zeit. Das ist doof. War nicht anders. Dünger gespart. Und wir müssen Spiel auf Konto. Könnte man noch gucken wegen. Aber Abladefahrzeug habe ich zurzeit keinen frei. Obwohl bei Stroh könnte man schon. Den könnte man nehmen, ne? So. Beziehungsweise wir haben jetzt hier Fahrzeuge auch frei. Dann können wir Erntenfeld 42 akzeptieren. Gut. Wir fahren zum Hof. Ja, da haben wir doch ein Fahrzeug hier frisch gewaschen, ne? Aber halt ohne nur das Maisgebiss. 52. Was ist? Wo genau? Oh, ich sehe gerade, so die Schauer, das soll schon vorher gewesen sein. Andere Zeit. Schönen Dank für das Reinschauen. Ciao.
und bis zum nächsten Mal. Tschüss.